Hey Internet und YouTube und mein liebster psychopathischer Killer aller Zeiten, Kees. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich darf nur noch so reden, langsam und monoton, denn ich bin ein Killer. Geil. Eins, zwei, Keystroke, komm. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Drei, und ich vier. Ich bin nur ein kleines Mädchen. Er steht schon hinter dir. Bin nur ein kleines Mädchen. Sechs. Jetzt gibt es Popo-Sex. Geil. Sieben, acht. Er hat dich umgebracht. Quantum. Du bist ein Poet in deiner freien Zeit. Quantum. Schreibst du ich will mir aus mit deinem Bluttinte Dickdarm, Gedichte? Ich will mir aus deinem Dickdarm lusche Locken formen. Dann mach ich mir so eine Perücke. So ein Judenkäpli. Was redest du? Ich hab keine Ahnung, aber die haben einen Generator? Seit wann habt ihr Skill? Seit wann seid ihr gut? Holy shit, das ging schnell. Ich hab gar nichts gemacht. Das geht so nicht. Holy shit, ich arbeite hier mit Profis zusammen. Nur drei Generatoren finde ich auch ein bisschen wenig, ganz ehrlich. Finde ich echt ein bisschen wenig. Dafür, dass ihr hier High Level seid. Quantum, was würdest du machen, wenn ich hinter dir bin? Ich höre dich gar nicht schreien. Normalerweise schreist du doch nicht. Ich bin ja gar nicht da. Das ist mein Ablenkungsmanöver. Wo rennst du denn hin, kleiner Mann? Warum bist du denn immer hinter mir her? Ich weiß nicht. Weil ich die einzige weibliche Person bin hier? Die anderen sind halt voll stealthy. Guck mal, hier wirft die irgendwelche Latten um. Komm schon, ich will dich nur umarmen. Das gibt's ja nicht. Warum werde ich immer hier? Hör auf damit! Anton! Nein! Warum gehst du nicht mir nach? Hilfe! Total der Fehler. Fuck off! Dich retten wollen. Oh, Jesus! Bitte mich. Hör auf damit! Ich werde dir nicht wehtun. Ich will dich baden. Ich kann mich ja gar nicht hier verstecken. Ich will dich doch nur massieren. Lass dich massieren. Willst du nicht massiert werden? Ich hasse Massagen. Willst du nicht, dass ich... Von Serienkillern. Quantum, wo bist du hin? Wo bist du hin, mein Freund? Renn nur ins hohe Gras. Ja, renn da nur hin. Denkst du, ich werde dich nicht wiederfinden? Ich bin gar nicht mehr hier. Du blutest. Ja und? Oh, dieses Jungfrauenblut. Hallo, ich bin so keine Jungfrau mehr. So süß. Oh, ihr habt eine Taschenlampe. Wie fies ist das denn? Ha! Ich werde geblendet. Komm her, Nerd. Komm her. Ich will dich essen. Ich mache eine Suppe aus dir. Oh, Mikesh. Oh, nee, du hast jemanden. Liegst du am Boden? Hey, hier drüben ist ja noch einer. Du diese bist Gauner. Krank. Diese kranken Gauners. Ihr könnt mich nicht stoppen. Ihr könnt mich nicht stoppen. Ich bin einfach zu klug. Du bist einfach irre. Ja, und der andere verblutet. Er hampelt hier rum und der andere verblutet. Schaut ihn euch an, der Koreaner hier mit seinen Street Moves. Street Moves? Er hat Street Moves, voll unfair. Tja, Mikesh wird sterben. Will ihn denn niemand retten? Nee. Will denn niemand Mikesh retten? Vielleicht. Vielleicht bin ich gerade dabei. Er hat einen Generator angemacht. So ein Sauhund. Okay, ihr wollt also so ein Spiel spielen. Lass uns ein Spiel spielen. Du willst also wirklich mit mir, deinem besten Freund auf der Welt. Wer, du? Redet. Ein Spiel spielen. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde deine Haut abziehen und einen Schal daraus basteln. Finde ich. Gut. Den werde ich deiner Mutter schenken. Hat da eben gerade jemand gehustet? Oh! What the fuck? Wo kommst du denn? Wie kann ich denn? Ich hab dich nicht gesehen! Oh. Warum gibt es hier schon Cheats? Komm her. Oh ja, werde ich. Darauf oh, wiggle, wiggle, baby. Wiggle, Quantum, wiggle. Wenigstens eine Frau, die sich ein bisschen unter dir bewegt. Komm schon, wiggle mit mir rum. Ich mach dir nur was vor. Es ist gar nicht so toll mit dir. Ja, dann lass ich dich liegen. Ja, nee, hast mich beleidigt. Nee, jetzt will ich dich auch nicht mehr. Das ist so ein Bullshit mit diesem Fallen lassen. Ich hab gesehen, du bist sehr häufig in Solarium. Als würde man eine Schlange häuten. Mutter will keine Schlange als Schal. Die wollte was Zartes und Jungfräudiges. Am Anfang dachte ich, du wärst jung und unschuldig. Bin ich auch.
Dein Blut wäre frisch und genießbar, aber jetzt merke ich. Jesus Christ, ich, weißt du, das Problem ist. Nein, du riechst irgendwie nach. Du bist krank. Nee. Du bist krank. Du gehörst einfach, dass du ziemlich viele Typen hattest. Und darauf bist du auch irgendwie stolz und das macht dich so, so unappetitlich. Da ist noch ein Generator angegangen, du Noob. Noob. Wenn ihr jetzt so Highskill-Koreaner dabei habt. Hätte ich so einen Highskill-Koreaner, dann, ne, wird die Welt sich auch ganz anders anfühlen. Koreanischer eben. Ich bekomme eine erstklassige Massage. Ja, kleine Betty? Besser als du sie je gemacht hast. Das war aber jetzt eine Lüge. Nee, ich muss ehrlich sagen, seine Hände sind flinker und geschickter als deine. Er ist Koreaner. Kein Wunder. Solltest du darüber nachdenken, was du besser machen könntest. Wie sie hier alle rumrennen. Ich höre doch hier ein Flüstern. Irgendjemand flüstert hier. Ich glaube, ich bin nicht das einzige Monster hier in der Gegend. Wie es scheint, gibt es hier noch einen zweiten. Sieh es aber rein, dass du gleich verloren hast. Naja, jetzt der Generator wird repariert. Noch seid ihr nicht entkommen. Der letzte Generator wird repariert. In 3, 2, 1. War gelungen. Und schon haben sie Panik. Guck mal hier. Was ist denn? Ganz sicher, da rennt wieder so ein Koreaner rum, das meine ich. Hallo. Ey, dieser Typ, ne, der spielt auch nur dieses Spiel. Merkt man richtig. Der kennt hier total die Routen, total die unfairen Routen. Die Korea-Route. Wo ist er denn? Zeig dir wieder mal eine Frau, wo es lang geht, oder? Das bist du ja gewohnt, ne? Eine Frau? Was hast du denn geleistet? Außer im Dreck liegen und bluten. Ich hab den Generator ganz alleine gemacht. Pfeifenkopf. Er sich hier verstecken wollte am Stein. Was ein Typ, ey. Was ein Typ. Der Koreaner ist zu flink. So, hier. Was denn? Jetzt sind es auf einmal zwei, ha? Jetzt sind es auf einmal zwei. Komm her, Nerd. Komm her. Du hast wunderschöne Haare. Die würden Mutter gefallen. Mutter will neue Haare. Weißt du, was ich mit deiner Mutti gemacht habe? Letztens? Du bist eine Frau, also gar nicht. Weißt du, warum sie geschrien hat? Soll ich dir genau erklären, warum? Mit den Fingern? Nee, es war... Es hatte was mit deiner Kettensäge zu tun. Mutti lebt noch. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich sie getötet habe. Mutti gibt mir jeden Morgen einen Gute-Nacht-Kuss. Es hat auf jeden Fall so laut vibriert wie die Kettensäge. Mehr sage ich dazu nicht, okay? Du bist echt krank. Weißt du, das ist mein Job. Du hat's gemacht. Was hat dir meine Mutter getan, ha? Huh? Außerdem, wir sind so wie Brüder. Ja, ein paar gute Dinge getan, wenn du verstehst, was ich meine. Ist nicht pervers? Ich meine, von deinem Bruder in Spee die Mutter zu verunglimpfen. Denk mal drüber nach, ist eine sehr gute Frau. Denk mal drüber nach, warum sie mit mir herumtut und nicht mit dir. Denk mal darüber nach, weißt du, als du verwildert und total heruntergewirtschaftet an meiner Tür geklingelt hast und hast gesagt, yo, please, noch ein bisschen Suppe übrig. Wer hat da reagiert? Wer hat da reagiert, ha? Der alte Onkel Kies. Niemand will von dir ein Süppchen, mein Freund. Haben wir etwa alle Generatoren repariert? Ihr kranken Schweine, ihr wildet hier in meinem Garten rum. Das ist nur, weil deine Mutter so viele Batterien braucht. Weil du verstehst, was ich... Ja. Mikesh lässt euch eiskalt hängen. Quantum, du bist echt feige, ne? Was denn? Was feige? Es geht hier um... Taktisches Vorgehen. Taktisches Vorgehen. So, so. Ach, hier ist doch noch ein Generator, oder was? Wie viele gibt's denn hier? Sag mal, wie viele Türen gibt's denn hier? Weiß nicht, ob ich das gut finde. Kannst du eigentlich die Generatoren wieder ausmachen? Nee, oder? Ich kann dagegen treten. Ja, ey, das denke ich mal. Warum machst du die nicht einfach kaputt? Oh, shit! Ordnung. Regeln. Das sind alles Regeln.
Die Regeln des Killers. Quantum. Ich bin nicht hier. Meine kleine Zuckerschnecke. Komm schon, mein Schätzchen. Komm schon. Ich will dich nur ablecken. Mehr will ich gar nicht machen. Ich will deine... Komm, Wut jetzt verpiesel dich doch mal von mir! Quantum, die anderen... Meine eigene Bärenfalle, echt jetzt? Warum passiert mir das dauernd? Wie so eine Cartoon-Figur. Quantum, die anderen sind alle geflohen. Nur noch du bist hier. Willst du nicht entkommen? Ach so, stimmt, ich muss raus. Willst du nicht endlich fliehen? Wo ist denn hier der Ausgang? Willst du nicht endlich entkommen, klein Quantum? Wo ist denn der Ausgang? Deine Freunde haben dich verlassen. Die sind ohne mich einfach weg? Die sind ohne dich einfach weg. Oh mein Gott. Wo ist der Ausgang? Tja. Hallo, Exit? Ich weiß es nicht. Den musst du finden. Jetzt mal im Ernst. Den musst du finden, es gibt nur einen. Wo ist denn die fucking Tür? Oh mein Gott, das ist jetzt peinlich. Quantum, man merkt, dass du eine Blondine spielst. Wow, was hast du gegenüber die... Oh, oh. Oh, was hast du gegen die Blondine, mein Freund? Was machst du da hinten? Freedom! Hasselhoff! Kein Freedom! David! David! Haben wir hier noch eine dritte Tür? Ich nehme den Vibrator mit von deiner Mutter! Meine Mutter hat keinen! Diesen alten Verstau... Ah, fuck! Das kann jetzt nicht dein Ernst sein! Oh, Quantum. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein! Du lernst es nie. Das kann ja jetzt nicht dein fucking Ernst sein! Lass mich! Die Freiheit ist so nah! Soll ich raustragen? Ich hab mich noch gewundert. Liegt da eine Falle? Ich glaube, ich muss draufsteigen, um mir sicher zu sein. Oh. Oh mein Gott. Ich war echt ein freundlicher Killer. Ja, das also, muss man sagen. Gell, oder? Ich habe dich auch noch gehen lassen. Ich habe dich noch so nach vorne getragen, habe gesagt, nee, weißt du, ich wollte dich nicht. Als ich gehört habe, wie viele Typen du hattest, habe ich nur gedacht, pfui. Oh. Ist ja schon ganz deine schön. Schmutzigen Killerhände, ja? Nee. Haben doch sowieso noch nie eine Frau von innen gesehen. Von Gott und Mutter gereinigt. In meinen Händen steckt Jesus. Und deswegen will ich so eine Dirne, wie du es bist, gar nicht erst anfassen. Habe ich richtig gewidert. Wow. Weißt, ich war schon in vielen Innereien drin, aber in denen wollte ich einfach nicht drin stecken. Ich und die ganze Footballmannschaft. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr habt die 6000 Likes erreicht, wenn ihr so eine ultra krasse, mega coole Full House Folge sehen wollt, dann braucht Quantum ganz, ganz viele Likes. Hab ich recht? Das ist sehr richtig fürs Ego. Fürs Ego. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.